Und ich höre am anderen Ende nur so, Scheiße, Scheiße. Einfach die Tatsache, dass ich super krank war, kann ich bitte etwas ohne Tier haben. Hi, wir sind mit Hallo Music auf der U aufgetreten in Berlin und es war auf jeden Fall eine sehr geile Erfahrung. Ich hatte das Glück, das ganze Wochenende richtig krank zu sein. Das Deutschlandspiel konnte ich aber trotzdem anschauen. Aber ich habe halt auch Drehzeit verpasst und gehofft, mich zu verrecken. Und am Tag der U hatte ich immer noch Halsschmerzen. Gleichzeitig gab es dann noch die Tatsache, dass die Summer Stage draußen war. Schon unser Soundcheck ist komplett im Regen gewesen. Ich meine, Open-Air-Bühnen haben ja immer noch dieses Dachding oben drauf. Aber die Temperaturen waren auf jeden Fall nicht angenehm, um da so im kurzen Kleid zu stehen. Im Backstage haben eigentlich alle sich nur so quer verteilt und irgendwie geschlafen oder sowas, weil alle voll fertig waren. Weil der Soundcheck natürlich um 7 Uhr morgens sein musste. Wir mussten wirklich pünktlich sein. Am Abend vorher haben wir uns alle verabredet. Um spätestens 20 nach 7 treffen wir uns alle in der Hotellobby. Ich natürlich 7.15 Uhr unten und warte. Dann kommen meine Tänzer runter, pünktlich 20 nach. Anna auch schon so, boah, das ist richtig Arena, dass sie da schon sitzt. Und um spätestens 20:30 müssen wir fahren. Und auf einmal wird 26. Stereo Gold und Nashira waren halt schon dort. Das heißt, es waren nur noch Nils, Nick und ich. Unten waren jetzt aber nur meine Tänzer und Nils. Und ich rufe so bei Nick an. Ich so, ja, bist du wach? Er so, ja, ja, ich bin wach. Ich so, weißt du, dass es 7.28 Uhr ist und wir in 2 Minuten losfahren müssen? Und ich höre am anderen Ende nur so, Scheiße, Scheiße. Der Soundcheck lief auf jeden Fall gut. Bis auf den Haughty Music Song, der so gar nicht funktioniert hat. So ganz nebenbei, die hatten als Essenmöglichkeiten nur Hühnerfrikassee. Hi, I'm Veggie. Kann ich bitte etwas ohne Tier haben? Es gibt auch Leute, die allergisch gegen Fleisch sind, jetzt ohne Scheiß. Sind dann auf jeden Fall noch ein paar Mal durchgegangen mit meinen Tänzern und so. Und haben uns dann nochmal alle fertig gemacht. Richtig schön klischeehaft, sexistisch, während die Jungs alle nichts getan haben, waren wir so im Bad alle zusammen so. Das waren unsere wunderschönen Backstage-Pässe. Der Auftritt. Ich hatte, glaube ich, noch keinen einzigen Auftritt, den ich wirklich so komplett glatt hinbekommen habe. Und natürlich ist es diesmal wieder passiert. Ich hatte so eine kleine Bomberjacke an und meinen In-Ear-Sender in die Jackentasche gesteckt. Meine Kopfhörer vom In-Ear sind dann aber rausgefallen und hingen mir dann so in den Beinen rum, während ich tanzen musste. Das war nicht gut kombinierbar. Das heißt, mit einem Song habe ich dieses In-Ear rausfriemeln müssen und nach vorne legen müssen. Und es sah furchtbar komisch aus. Also zumindest hat es sich so angefühlt. Im Nachhinein sieht man das so auf dem Video kaum. Ich gehe einfach nur kurz runter. Aber irgendwie dachte ich mir in dem Moment so, Scheiße, 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 was mache ich jetzt? Und meine Stimme hat auch richtig versagt. Also ich hatte danach auch richtig Schmerzen. Und ich bin erstmal von der Bühne runtergekommen und alle so, yeah, woo, du hast voll geil gemacht. Und ich so, Also als ich mir zum ersten Mal angesehen habe, dachte ich mir nur, ach du Scheiße, du hast keinen Ton getroffen in deiner eigenen Single. Einfach die Tatsache, dass ich super krank war. Nach diesem Tag lag ich auch wirklich 3 Tage nur im Bett. Zweitens, ich habe definitiv nicht genug geprobt. Ich habe nämlich auch den Tanzschritt komplett verkackt, aber es hat man nicht gesehen. Und drittens, ich muss einfach viel mehr üben, aufzutreten, wenn ich aufgeregt bin. Weil die Dance Practice, die schon hochgeladen ist auf meinem Channel, zeigt, dass ich auch im Tanzen singen kann. Und es geht. Ich weiß ja, dass es geht, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber diese Aufregung lässt meine Stimme so zittrig werden, dass ich klinge wie diese YouTube-Videos, wo die Stimme der Sänger verstellen, um zu tun, als könnten die nicht singen. Diese Shreds, kennt ihr die? Ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass How to Music uns in dem Sinne weiter coacht, dass wir einfach wirklich Live-Auftritte üben. Nach dem Auftritt, der um 4 war, hatte ich dann das Glück, dass mein Flug um 10 ging und dann auch noch Verspätung hatte. Ich bin insgesamt um 12 losgeflogen und ich war wirklich einfach nur tot. Wie fandet ihr denn insgesamt den Auftritt so? Wer hat euch am besten gefallen von uns? Habt ihr ihn überhaupt gesehen? Wollt ihr, dass How to Music mehr Auftritte mit uns macht? Sagt einfach ja. Bitte. Danke. Ansonsten kommt ihr hier zu dem Kanal von Stereo Gold. Wir machen so nice Musik, checkt die unbedingt ab. Hier kommt ihr zu dem Kanal von How to Music. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Und hier kommt ihr zu einem weiteren Funkvideo. In der Infobox sind auch nochmal alle Links verlinkt. Tschüss! Le belle tornando in riposo, Narcisetto ad un figlio d'amore.